Hey ihr Spider-Katzen, willkommen zurück zu Spider-Man. Miles Morales. So, wir sind gerade dabei, hier in das Roxxon-Gebäude einzudringen. Ich bin drin. Weil hier ist Finns Handy und wir haben rausgefunden, dass Rick, also der Bruder von Finn, okay, warte mal gleich, dass der erkrankt ist, wohl an einer Knochenmarksschwunderkrankung, keine Ahnung, hat wohl das Ganze, also die Forschung, die er betrieben hat, hat das ausgelöst. Bitte nicht wieder drehen, bitte nicht wieder drehen. Und wir gehen der Sache jetzt mal auf die Spur hier. Ich meine, Finn ist wohl bei Underground die Tinkerin, aber irgendwie tut sie wohl das Richtige. Ein schwer bewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders. Weil Roxxon ist kacke, so jetzt habe ich es zusammengefasst. Schlafen, haufenweise Videospiele zocken und viele Weihnachtsplätzchen essen. Wo lang? Ja, mal gucken. Mal gucken. Okay, hier hat jemand was aufgemalt. Das ist nämlich der falsche Weg, kann ich mir denken. Da geht es einfach nur im Kreis. Aber die drehen sich gar nicht mehr. Bin ich im Kreis gekrabbelt? Ja, bist du. Der Typ, der das gebaut hat, hat's wohl nicht besonders drauf. War das ein Diss an die Level-Designer? Ich weiß gerade nicht mehr, wo oben und unten ist. Ey, ey, ey. Ich bin verwirrt. Muss ich jetzt nach unten drücken oder nach oben? Ich weiß es nicht. Das versaut mir den Anzug. Es ist halt echt verwirrend mit der Richtung. Laut Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Dann tracken wir mal. So, wie lang gehen hier diese Netze, bitte? Ja. Oh oh. Jemand ist durch das äußere Lüftungssystem eingedrungen. Wenn es der Underground ist, töten. Spider-Man oder Tinkerer, festnehmen. Verstanden, Sir. Was ist mit Verstärkung? Rufen Sie sofort. Haha. Euren Kumpel habt ihr wohl vergessen, hä? Voll lustig, die lassen ihn einfach zurück. Oh oh. Hey, Kleiner. Was ist so lustig? Verdammt, Miles. Für einen Handfling. Ganz schön hart. Onkel Aaron? Du bist der Prowler? Dad hatte eine Akte über dich. Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Roxxon gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an. Wenn wir geschnappt werden... Dann hilf mir. Ah, störrisch wie dein Vater. Okay, aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen. Setz sie ein, wenn es eng wird. Nicht schnappen lassen. Warte mal, der Prowler ist nicht böse. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Wie hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentrier dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernzünderminen. Was ist mit den Kameras los? Wieder Stromausfall? Nein, das war in Harlem. Rhino hat das ganze Kraftwerk platt gemacht. Vielleicht hat es mehr als ein Stadtviertel erwischt. Aha. Also, wonach suchst du genau? Ein Handy. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Dann gehe ich da jetzt hin. Okay, das war eigentlich nicht, was ich wollte. In dem Raum müsste ein Schacht sein.
Führt zu einem Labor, dann zum Reaktor. Einem Nuform-Reaktor? Laut diesen Bauplänen, ja. Alles klar. Minen, ganz witzig, aber ich glaube, ich bleib bei der Schwerkraftquelle, die finde ich super. Hey, wo ist das Nuform, das ich wollte? Oh, wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben. Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich Schnauze! Halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden. Aber jetzt würden Sie mir wirklich helfen, wenn Sie zurück ins Labor gehen und Ihren Job machen. Ja, der strahlende Gute hier. Ja, das Problem ist, er will halt alle mit Strom versorgen in Harlem. Willst du mir sagen, wessen Handy du eigentlich suchst? Tinkerers. Willst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Um dich zu schützen. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. Ich meine, es ist halt krass, wenn alle dann diese Knochenmarksschwundkrankheit bekommen oder diese... einfach, ja, diesen Zustand. Ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist oder einfach durch irgendwelche Strahlen oder Wellen oder... Na gut, durch Wellen wahrscheinlich eher nicht, aber Strahlen wohl ausgelöst wird. Das war schon so offensichtlich, dass Krieger der Böse ist. Du musst die Kerle ausschalten. Krieg ich hin, ja. Ich wüsste gerne mal, was der Prowler alles so kann. Der den Job vorher gemacht hat, ist nur noch am Husten. Ich frag mich, was meine Versicherung abdeckt. Oder die Firma. Gar nichts. Ich Roxxon kenne, nicht viel. Der Lohn ist gut. Das ist auch was. Und die Ausrüstung. Ihr Arschgeigen. Was? Wie haben die das überstanden? Muss ich das echt mit den Sicherungskästen immer machen? Das ist ja langweilig. Sehr schön. Ist ja langweilig. Danke. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du es öffnen. Also ich meine, wenn die Minen halt immer so schwach sind... Naja. Moment. Es gibt weitere Labore in der Stadt. Und in jedem ist ein Nuform-Reaktor. Nuform hat Rick krank gemacht. Oh je. Ich muss sie abschalten. Konzentration. Hol das Handy und dann weg hier. Der Reaktor ist unten. Versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Alter. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und ach, na an den dann. Kerlen da. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Ja, tot, wenn dann, hä? Also lebendig bestimmt nicht. Noch jemand hier? Nicht mit einem Netz. Ah, jetzt. Okay. Das ist wohl aber die Reichweite, die entscheidend ist bei dem Netzangriff. Oh, was war das denn? War das eine Waffe? Peng. Das ist so ein fieser Finisher. Mit dem Gesicht auf so einen Balken einfach mal hauen.
wollte nur hören, ob du verletzt bist oder, naja, tot. Danke. Mein Onkel hilft mir gerade ein bisschen. Der Typ von der U-Bahn? Ja. Und er ist außerdem der Prowler. Lange Geschichte. Warte, der Prowler? Der Dieb in den lila Klamotten? Ex-Dieb. Wir sind keine Partner. Das ist eine einmalige Sache. Dein Onkel ist der Prowler. Wahnsinn, Mann. Also, echt Wahnsinn. Ich weiß. Ich muss los, Genki. Ich erklär's dir später. Ich wollte gerade sagen, können wir da mal ein anderes Mal drüber reden als jetzt? Ach komm. Au, Stahlseil ist bestimmt auch unangenehm. Ach komm schon, kann ich den nicht schnappen? Oh nein, jetzt hat es jemand gesehen, glaube ich. Nein? Okay, alles gut. Wie die auch echt ziemlich in Sichthöhe hängen und keiner sieht was. Witzig. So, komm, so ein schönes, dickes Bündel schnüren einfach. Ich glaube, das ist jetzt... Nee, der vorletzte, okay. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Gegen die Tür kleben. Oh, den einen habe ich jetzt aber echt. Ich versuche die Kameras und den Alarm abzuschalten, damit nicht noch mehr kommen. Zerstöre die Kabel über den Ventilator, dann stoppt er. Danke. Ventilatorsteuerung. Ja. Alter. Weiter mit dem Kabel. Ich glaube, der wurde gerade echt zerlegt. Alles klar. Die Batterie ist fast leer. Bitte nicht explodieren. Super. Okay. Kamera, Video. Hier ist es. Okay. Das Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung, ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nuform-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3, 2... Für ihn. Das war ich nicht. Wirtschaftssabotage, Rick. Wirklich? Niemand interessiert sich für ein paar kranke Leute oder einen toten Ingenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! 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 Ich kann stoppen! Ich kann stoppen! Ah! Nein! Ah! Rick! Rick! Nein! Nein! Nicht in Sinn! Hier drin ist noch jemand. Finde ihn. Rick wollte Menschen retten. Und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum? Du hast das Handy. Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer! Ich brauche deine Hilfe. Bitte!
Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Danke. Boah, ich sag ja, Krieger ist schon ein richtiger Arsch, du. Genau wie der Generator draußen. Nur riesig. Ich mach's kaputt. Miles, bist du okay? Du musst sofort da raus, Mann. Kannst du laufen? Ja. Du musst den Flur runter. Los! Oh nein, ich krieg die ganze Zeit. Ich echt nies gerade. Alter, was ist mit ihm los? Kann ich. Miles, melde dich, Kleiner. Bist du okay? Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon, ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Puh, also Miles ist halt echt ein krasser Typ, aber leider auch nicht krass genug für sowas hier. Zurück! Wir nehmen dich in Gewahrsam! Diese Fähigkeiten sind echt heftig. Sie sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen die? Studieren, dich verhören. Keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Alter. Was? Roxxon nutzen Venom-Unterdrückungstechnologie, durch welche bei manchen Angriffen Miles Venom-Fähigkeiten kurzzeitig kopiert werden. Oh mein Gott, was? Hey, halt das mal! Der Befehl auf den Z- Jetzt packen! Aha. Ausschalten! Neutralisiert! Bam! Nicht mal richtig getroffen, aber egal. Hol ihn wieder runter! Verdammt! Miles, das System hat mich rausgeworfen. Gib mir eine Minute. Ich hol dich da raus. Okay. Oh. Was zum Geier? Das machen die Schilde? Das möchte ich gern zurückgeben. Ihr blöden Arschvögel. Weg hier, bevor noch mehr kommen. Das war super coole Tarntechnik. Das. Du gehst nach rechts. Ich gehe nach rechts. Mal gespannt, was er doch alles drauf hat. Keine Sorge, wir erledigen die Kerle. Gleich liegen. Warum sagst du das? Das schon denn. Kämpf einfach weiter. Sitze denn?
Quad. Wohin denn? Durch die Wand! Los! Boah, das war knapp. Und plötzlich Zug. Du musst untertauchen. Vertraue niemandem. Und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxxon sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich... New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Nein, das wird sie durchschauen. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte, er unterstützt mich. Als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Ja, aber die Freundschaft ausnutzen ist auch nicht cool, oder? Ganz schön verschneit hier mittlerweile. Okay, ich sollte... Finn anrufen? Nein, ich habe Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. Würde ich auch mal sagen, wir gucken erstmal die App. Räuber in lokalen Geschäften. In Harlems Geschäften treiben Diebe ihr Unwesen. Vielleicht dieselben wie bei Theo. Mal gucken. Muss ich auch mal ein bisschen Nebenmissionen machen. Was? Neue, drei neue Visa-Modifikationen freigeschaltet. Okay. Wow. Oh, warte, das war zu weit. Miles, machen wir nicht so viel Faxen hier. Oh, die zweite. Ich habe schon Stufe 10 jetzt. Alles klar, dann machen wir mal... Energie, die nach einem erfolgreichen Venom-Angriff zurückbleibt, wird sichtbar und kann bei Kontakt absorbiert werden, um mehr Venom-Kraft zu erzeugen. Und was haben wir hier? Aktiviert Tarnung automatisch kurz vor Entdeckung bei Lautlosbegegnungen. Das ist cool. Zieht beim Scannen eine Linie von einem Gegner zu allen anderen Gegnern, die sich derzeit in einem Sichtfeld befinden. Ja. Gerätemunition Drop Rate wird erhöht. Das ist halt eigentlich nur witzig mit der Modifikation. Na komm, dann nehmen wir... Ich weiß nicht, hier haben wir auch noch ein neues. Nahkampfangriffe erzeugen zusätzliche Tarnzeit pro Treffer und erhöht die gesamte Gerätemunition plus 1. Jeder sechste Treffer in einer Kombo fügt dem Gegner einen Venom-Schocker zu. Das nehmen wir. Das ist gut. Und hier nehmen wir noch, kann ich nichts mehr leider, nämlich das hier. So, Geräte. Fehlen uns leider jetzt auch die Sachen. Brauchen halt alles diese Marken. Bisschen blöd, dass das alles dasselbe braucht. Erhöht den Wirkungsbereich von einem Venom-Schmetterer. Was macht das hier? Von der Wandangriffe lösen beim Aufprall oder, ja, Venom-Schocker aus. Kann nur einmal alle 5 Sekunden auftreten. Ja gut, das nutze ich so gut wie gar nicht. Halte Dreieck, um die Waffen mit bioelektrischer Kraft zu reißen und zu werfen. Verursacht beim Aufprall Venom-Schocker und wirft Gegner zu Boden. Okay, das ist cool. Ermöglicht das Ansparen eines dritten Finishers. Okay, das nehme ich auch noch mit. Das Stealth können wir uns ja danach holen. Well. Spider-Man, hey, ich bin Caleb, freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helfe trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du es gemeldet? Klar, aber uns nimmt niemand ernst. Camila, ihr gehört das Restaurant nebenan, wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. Jo. Ist es da? Okay.
Er ist schon wieder so weit weg. Hey Genki, es geht um ein paar Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Calebs Clean Cuts und Panafuerte? Ich liebe Panafuerte. Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt irre. Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollten wir... Nein. Gut, nein, natürlich nicht. Ich meine ja nur... Und? Oh. Hast du Fans Handy gefunden? Ja, aber es ist geschmolzen, als ich Energie aus einem Nuform-Reaktor absorbiert habe. Was? Und du bist nicht tot? Kurz dachte ich, ich wäre es. Aber dann entlud sich die Energie in einer Art Mini-Explosion. Das Labor ist glücklicherweise noch heil. Mann, ich muss mir mal Notizen zu deinen neuen Kräften machen. Und was machen wir jetzt? Onkel Errol meint, ich soll Finn sagen, dass ich in den Underground will. So komme ich ans Nuform ran und sie kann nicht mehr... was auch immer. Oh, du lügst dir ins Polizei? Oh. Was ist hier los? Ah, ich wollte noch warten. Zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Ja, dank einer Oscorp-Kamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Oh. Hier geht's nicht weiter. Straßensperre. Camila hat sich gewehrt. Ich muss herausfinden, wo sie jetzt ist. Oh, oh. Die Tarnung. Eine Parkhausquitte. Chinatown. Aber wo in Chinatown? Du musst viel lieber. Hui. Ach man, das ist blöd, dass es jetzt gestoppt hat, das Gespräch. Und du bist der Einzige. Sag's ruhig, ohne Familie. Er ist im Weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das regeln die Kollegen weiter. Er ist vielleicht in Rente. Und überlässt New York eine Millionsprung? So definiert man in Rente gehen doch. Ja, jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12-mal in Manhattan. Auch in Chinatown? Ja, ich schick dir die Adresse. Yep, auch 12-mal. Okay, Phantom, 180 von 240, ist das die Zeit? Meldung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los. Alles klar. Hey Spider, gibt's was Neues zu den Waren? Ja, ich glaube, dass Camila die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Bist du sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh, gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Danke. Ja, jetzt aber schnell. Tempo-Fan. Okay, man sammelt halt die ganze Zeit diese passiven Dinger mit ein. Finde ich total cool. Der macht halt so viel Faxen, ich finde das super. So, ist sie. Gefälligst vom Leib. Kurz! Weg hier, los! Lass die Frau! Nein, nein! Lass Camila gehen! Sehe ich das richtig? Camila ist in dem Auto? Ja! Das durch Manhattan rast und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Ja! Alter, das ist aber auch schnell. Halt, schießen die eigentlich durch, auf mich? Camila. Camila, alles klar da drin? Hilfe! Bitte! Oh. Nein, nein, nein. Hm.
So, ich hoffe, diesmal halte ich das Auto auf. Oh, ich hab's aufgehalten. Sehr gut. Der Kofferraum muss auf. Bitte, hilf mir. Auf die Leute werfen erstmal. Alles in Ordnung? Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Sie ist stumm geworden, auszusehen. Oh, das ist ja ich blöd. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Oh nein. Alles so blöd. Jetzt auch noch zu den Docks. Kommt ihr ganz schön rum hier. Genki, Camila geht's gut. Sie hat die Kerle beim Stehlen ertappt. Sie sagten, jemand bezahlt sie dafür. Ich habe recherchiert. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camilas und Calebs Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Ich habe eine Gegenanfrage eingereicht, um feststellen zu lassen, wer das Land kaufen will. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich meld mich. Alles klar, das geht ja doch schnell jetzt. Kisten. Kisten. Noch mehr Kisten. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Wo sind die bösen Burschen? Wissen es sich. Alle. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Ein böser Bursche, noch ein böser Bursche. Kann ich mir die Jungs vielleicht schnappen? Wie Gefahr. So, ich mach erstmal die ganzen Jungs hier leise. Hat zwei, ist echt doof. Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen, gut. Betrug, klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Jeder hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Ach Mensch, Carl. Das tötet Menschen. Den Container hört man nichts. Der Boss will also Feast dicht machen? Die Hauptstelle oder das in Harlem? Harlem. Will bestimmt das Grundstück kaufen. Was? Oh, legt euch nicht mit Feast an. Hier erfahre ich gar nichts. Ich muss woanders lauschen. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, Serviettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Cool, danke für die Info. Warum ist schon wieder Gefahr? Upsi. So. Ach, der Part wird schon wieder ein bisschen lang, Leute, aber macht ja nichts. Ist eine laufende Mission, deswegen mache ich die jetzt fertig. Aber hier ist aber auch echt viel los an Ganoven.
Hauptsache ich schaff's irgendwie alle lautlos zu erwischen. Hey, sag mal. Gute Nacht. Harlem 1. Dreckskerle mit mysteriösem Boss. 0. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Wo ist hier ein grüner Container? Grüner Container, weißer Stern. Ich sehe keinen weißen Stern. Oh, hier vielleicht, guck mal. Vielleicht eine Kiste, die ich schon... Oh, ich glaube, ich habe die Kiste ja schon geholt. Grüner Container, weißer Stern. Hier hat keiner einen weißen Stern. Grüner Container mit weißem Stern. Wir können es beide noch oft wiederholen, Miles, aber es wird nichts daran ändern, dass ich hier keinen sehe. Weißer Stern, grüner Container, weißer Stern. Oh, da oben kann ich was am Kran machen. Geschafft. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container. Aha. Ach, hier. Clever Girl. Im Ernst? Noch mehr von euch? Was gibt euch Raketenwerfer? Der meint's ernst. Ich werde nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert. Lass ihn nicht an die Waren ran. Oha. Hab ich den an die Wand dran getackert. Okay, also jetzt wird's echt mal Zeit, dass ich das mache. Den Container aufmache. Na also, das gesamte Diebesgut. Heieiei. Ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helf dir beim Transport. Oh nein. Hui, ich dachte schon, das wär's gewesen jetzt. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Ja, das ist doch schön. Und die Frau kann jetzt reden vielleicht? Danke, danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres an, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Das ist doch cool. Du machst gute Arbeit, Spider-Man. Mit deiner Hilfe. Hast du was zu dem geheimen Boss? Ja, ich mache gerade eine Liste. Bisher habe ich Vulture, Scorpion, Tombstone. Ich glaube nicht, dass Electro sowas planen könnte. Das sind viele große Namen. Aber okay, wer soll aus unserem Viertel verschwinden? Oh, zum ersten Mal sagst du unser Viertel. Mach's nicht schräg. Zu spät. Alles klar, Leute, jetzt aber gut mal hier. Es wird immer so viel gequatscht. Ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's weiter mit Spider-Man, Miles Morales. Lasst mir ein Like da und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.